Ladies and Gentlemen, ahoi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Roblox zusammen mit Flo. Wir machen heute unser Restaurant auf und die Leute, die stehen hier alle schon in der Schlange. Das heißt, ich muss die jetzt erstmal hier bitten, Platz zu nehmen, bevor wir noch unsere Kunden verlieren. Das hier ist Preston, der arbeitet für uns. Preston, du siehst dreckig aus. Hast du dich schon wieder beschmiert oder was? Und Flo ist mit dabei. Hi, du Melone. Guck mal, wir müssen jetzt mit den Leuten reden und deren Bestellung aufnehmen. Ich hab keinen Platz mehr. Was möchtest du denn? Ich weiß es nicht, was die wollen, Leute. Die wollen irgendwelche Sachen. Ich klick die jetzt einfach mal an, so. Die sollen mir einfach mal... Oder kann ich das hier machen? Wo sehe ich, was die essen wollen? Jetzt wartet mal, Leute. Oh nein, da steht sogar. Hier, also, wir müssen eine Pizza machen, einen Burger und ein Sandwich. So sieht das Ganze nämlich aus. Und Preston ist schon fleißig am Kochen. Kann ich auch was machen, Preston? Kann ich dir ein bisschen Arbeit abnehmen, Preston? Willst du wohl gar nicht. Der will ein Buch. Nee, er will kein Buch. Er wollte, warte, das kann ich dir gleich sagen, er wollte auch ein Sandwich. Wir können jetzt hier den Teller nehmen und... Du brauchst mehr Stühle, mehr Stühle. Oh, warte, wo müssen wir hin? Stimmt, wir brauchen mehr Stühle. Oh nein. Du wolltest Pizza? Ist es richtig, Kollege? Ich glaube. Ja, er ist. Okay, es scheint richtig gewesen zu sein. Wir müssen wirklich in den Shop gehen. Hast du Geld, Flo? Nö. Okay, ich weiß nicht. Wir haben 14 Dollar nur. Oh nein, wir haben voll wenig Geld. Wir müssen ein bisschen was verdienen. Hier, wieder ein Stück Pizza. Preston macht hier die ganze Zeit Pizza. Aber wo muss ich jetzt hingehen? Ja, der in den Ofen. Ah. Warte mal. Ich glaube, wird die Pizza jetzt gebacken? Habe ich dem anderen vorher eine Ruhepizza gegeben? Flo, ich habe wirklich einen Fehler gemacht. Nein, hier, jetzt die Pizza. Die eine will Besteck. Die will essen wahrscheinlich. Hier, bitteschön, ihr beiden. Ihr mögt Pizza essen. Ich kann aber nicht so schnell, Leute. Ich kann euch doch nicht alle gleichzeitig bedienen. So, kann ich beide aufnehmen? Nee, ich kann nur eine aufnehmen auf einmal. Hier, bitte, dein Sandwich ist fertig, Ma'am. Und sie bekommen jetzt von mir einen Burger serviert. Bitte sehr. You completed starting out. Also ich habe angefangen. Du hast Geld bekommen. Ist das hier fertig? 34 Dollar. Schnell einen Stuhl, der Typ wartet. Oder oh nein, aber wir müssen zum Shop gehen. Warte, was kann ich hier machen? Ach so, da kann ich mir einen neuen Floor kaufen. Aber so viele Leute kann ich hier jetzt wirklich noch nicht Etage. Behalten. Die Wirtin. So, alright, du willst bestimmt hier das Sandwich haben, bitte sehr. Preston ist relativ unbeschäftigt gerade. Was machen wir denn jetzt? Ich glaube, die Leute sind ganz zufrieden. Tut mir leid, ich muss jetzt einen Stuhl kaufen gehen. Entschuldigung. Hier kann man sogar so einen Shortcut quasi nehmen. Vom Restaurant hier jetzt zum Shop. Das ist der Big Shop. Und hier kann man die Sachen kaufen, die man braucht. Du hast gesagt, Stühle. Ey, ich glaube, denen gefällt's hier. Wem gefällt's? Den Kunden, meinst du? Ja, schau. Oh nein, ich habe viel zu wenig Geld. Ich brauche richtig viel Geld, um mir einen Stuhl zu kaufen. Wie, die haben nicht bezahlt? Ich bin sofort wieder da. Hier, was ist los? Achso, du kannst dich hinsetzen. Hier, bitteschön. Setz dich ruhig, such den Platz aus. Ach, da war sogar noch einer frei, oder? Upsi. Da war die ganze Zeit ein Stuhlplatz frei neben ihm. Die anderen zwei sind, glaube ich, gegangen, ohne zu zahlen. Jetzt im Ernst? Nein, doch, das Geld ist hier. Nee, der. Achso, da. Hä, okay. Lol, ich hab so ein... Ach, den muss ich jetzt erstmal abspülen, den Teller. Alles klar. Ich wollte mir hier mein Geld holen. Und jedes Mal muss ich dann die Teller abspülen. Das ist ja eine Frechheit. Okay. So, was haben wir denn jetzt hier alles verdient? Lass uns mal gucken. Wir haben jetzt 84 Dollar. So. Achso, ich kann das erst abheben. Okay, die will sich hinsetzen oder der? Wer will sich hinsetzen? Ach, sie möchte... Warte, sie möchte jetzt erstmal wissen, was willst du haben, Mädchen? Ha? Was hast du bestellt? Ein Burger. Okay, Preston macht dir bestimmt einen Burger. Und ihr drei könnt euch wieder hinsetzen. Das nehme ich mir. Gerade ist das Waschbecken voll. Preston, mach mal das Waschbecken leer hier. Ja, Kollege, ich habe dich nicht umsonst angestellt. Also, was brauchen wir jetzt? Als nächstes, Flo. Ich bin schon völlig verwirrt. Hier sind so viele Leute. Die machen mich verrückt. Was willst du haben? Okay, warte, die beiden. Das? Ja, ihr beiden. Hi, ihr könnt euch hier setzen. Bestellen hier. Okay, dann bestellt eben eure Sachen und ihr beide setzt euch mal. Habe ich jetzt genug Geld? Wir brauchen irgendwie 50 für einen Stuhl. Okay, was darf sein? Okay. Jetzt erstmal Burger. Ah, interessante abgeben, Bar, okay. Glaube ich. Wo muss ich die jetzt wollen Doppeldecker-Burger. Zum Ofen wieder. Okay. Wer will einen Doppeldecker-Burger? Die hier. Warte, sie hier will jetzt essen. Die haben bestellt. Die hier hinten. Okay, okay. Alles klar. Hier, vielen Dank für Ihre Bestellung. Wir machen mal weiter. Ist irgendwas fertig, Preston? Kann ich irgendwas machen? Aha, okay. Es ist wieder was fertig geworden. Das muss jetzt hier rein. Okay. Und was ist das hier? Ein Taco. Cool. Magst du Tacos? Noch nie einen gegessen. Du hast noch nie einen Taco gegessen? Nö. Echt? Das ist ja verrückt. Ich habe schon viele Tacos gegessen.
Aber was ich lieber mag, glaube ich, als Tacos. Tacos sind die mit Mais, ne? Ich bin immer ein bisschen verwirrt. Es gibt ja Quesadillas und es gibt richtig viele verschiedene und ich verwechsel das immer alles. So, bitteschön, hier ist ihr Burger, da kommt das nächste. Mein Gott, diese Leute essen echt wahnsinnig viel. Und hier noch ein Taco, okay? So, bitteschön. Jetzt viel Spaß, genießt euer Essen und ich sack hier erstmal das Geld nochmal ein. Und kommst du mit in den Shop? Du musst nur hier, glaube ich, auf dieses kleine Symbol. Achso, ja, setzen Sie sich, Mavs. Oh, Sie können sich schon mal was aussuchen. Kommst du hin? Geht das überhaupt? Ich gehe. Wie? Ich weiß es nicht. Ich gehe jetzt eine Schuhe kaufen. Wie viele? 3 für 150. Oh Mann, ich habe nicht genug Geld. Ja, denn eben einen für 50. Jetzt habe ich 2 neue Stühle. Ich bin voll pleite, Flo. So, vielleicht kannst du das ausleihen. Meinst du nicht, ich kann hier einfach neue Stühle ranstellen? So? Boah, warum nicht? Guck mal, kann ich doch einfach hier... Wie kann ich das rotieren? So? Perfekt, alles klar. Können wir mehr Leute hier beherbergen. Ey, bei mir ist jetzt auch welche. Ich mach Schnitzelhaus auf. Du machst das Schnitzelhaus auf? Ja, nice. So, alles klar. Ich kann dir, glaube ich, eh nicht helfen. Ich mache jetzt einfach Dings. Okay. Ich werde jetzt besser. Mal gucken, wer das hier besser hinkriegt. Ja, da bin ich schon gespannt. So, können wir neue Leute einstellen eigentlich? Ihr beide. Achso, ihr wollt sitzen hier. Kommen Sie rein. Setzen Sie sich hier... Ist ein freier Platz. Ich mache hier kurz das Ganze sauber für sie natürlich und serviere. Ey, das ist ja echt viel, was man hier machen muss alles. Ich weiß, es ist richtig krass. Ich spamme die ganze Zeit. Es sind schon wieder neue Leute. Oh mein Gott. Okay. Kommen Sie her, bitte einmal setzen. Was wollen Sie denn haben zu essen? Ja, danke, unser Chefkoch bereitet Ihnen das natürlich sehr gerne zu. Wo kommt das jetzt hier schon wieder hin? In den Ofen. Okay. Oh nein, ich habe Ihnen das falsche Essen gegeben. Oh nein, das darfst du nicht machen. Oh, dann sind die Leute, glaube ich, ganz sauer, wenn du ihnen das Falsche gibst. So, bitteschön. Ah, egal. Sollte ich mich beschweren, besser ist gar nichts. Ja, alles klar, weißt du, dann gibst du mir so ein Schnitzel. Da freue ich mich dann auch total. Aber, warte mal, wollen sie ihr Restaurant schließen? Nein, auf gar keinen Fall will ich mein Restaurant schließen. Was ist das für eine Frage? Du kannst es schließen, wenn du zum Beispiel, wenn du jetzt auf, wenn du jetzt weg bist. Ach, wenn ich kurz weg bin. Ach so, ich dachte für immer. Weil sonst kommen Kunden und die, ja. Sind unzufrieden und geben schlechte Bewertungen, ne? Ja. Das ist wirklich, das ist ein guter Hinweis. Na gut, ich lasse die anderen Leute jetzt erstmal rein. Die können sich wieder was bestellen. 139 habe ich schon und ich glaube ehrlich gesagt... Wo hast du Preston gekauft? Ich kann mir jetzt David kaufen. Und David ist ein Waiter. Der serviert das Essen. Oh Gott sei Dank. Wow. Preston kannst du dir kaufen. Ganz links siehst du Steph. Das sehen die Zuschauer, glaube ich, nicht, weil mein OBS es nicht aufnimmt. Aber das ist überhaupt nicht schlimm. Ja, ich muss sparen. Ich kann mir keine Mitarbeiter leisten. Ich mache alles selber. Warte, habe ich... Oh, das muss wieder gebacken werden hier. Okay. Ich glaube, jetzt läuft es sogar schon ein bisschen von alleine. Eigentlich ganz gut. Preston ist schon Level 2. David hat hier gerade angefangen. Die machen einen guten Job, würde ich sagen. Ey, wieso bist du eigentlich höher als ich? Nee, gell, oder? Ich habe mehr Geld als du. Hast du mehr Geld als ich? Echt? Ja, kann sein. Weiß ich nicht. Ich mache jetzt nochmal mit so ein bisschen. Und dann gehe ich mal shoppen. Okay, ich will auch nochmal ein bisschen shoppen gehen hier. Oh mein Gott, so. Ich habe so viel Kunden. Bitte sehr, ein Sandwich für Sie. Alright, nee, David hat es im Griff. Oh, die beiden setzen sich. Hey, die sind im Partnerlook. Das sieht voll cool aus, wie Zwillinge. Das sind Zwillinge hier. Echt? Witzig. Ja, ja, ich habe Zwillinge, glaube ich, gerade hier. Aber jetzt rollt der Rubel von alleine bei mir, weil ich habe ja jetzt schon 2 Leute, die hier arbeiten. Und jetzt können wir uns coole Sachen kaufen. Die Stühle sehen natürlich viel schöner aus. Das ist auch cool. So, so schön. Jo, ich habe Trinkgeld bekommen. Du hast Trinkgeld bekommen? Hä, wieso habe ich noch kein Trinkgeld bekommen? Was mache ich falsch, Leute? Wieso kriege ich kein Trinkgeld? Was ist das hier? Plants? Hier kann ich... Warte, ich kann mir Geldbaum kaufen. Für was? 700 Robux. Ah! Da wächst dein Geld dran. Voll cool. Boah, hey, sieht voll du schön aus. Ich kann mir bald Dings kaufen. Bob. Du kannst dir bald Bob kaufen. Meinst du für 450? Ja, ja. Oh mein Gott. Was ist Coole? Wo sparst du gerade? Ich weiß nicht, ich glaube ehrlich gesagt, ich gebe jetzt mal ein paar Robux aus, wenn ich kann. Ich weiß nur noch nicht, wo das geht. Boosts. Double Profit. Ich könnte jetzt mir Double Profit holen oder ich hole mir einfach ein bisschen Cash. Ich glaube, ich hole mir einfach mal ein bisschen Cash. Ey, ich habe übelst die gute Taktik, was ich die ganze Zeit mache. Was denn? Ich laufe rum und drücke eh auf alles. Es funktioniert, ich bin richtig schnell gerade. Nein, echt? Ja, du kannst nicht zu viel drücken. Better, ich kann mir einen besseren Ofen kaufen. Okay, ich kaufe mal einen neuen Ofen. Das ist ganz gut. Oh, ein Dishwasher. Der wäscht dann von alleine das Geschirr und so. Oha, hier, wo besseres denn? Waschbecken. Okay. Ein Dishwasher kann ich mir eh noch nicht leisten. Oh, 4.500 kostet zweite Etage. Echt?
Oh, krass. Aber man kann sich das Restaurant richtig schön einrichten. Hier gibt es so viele verschiedene Farben. Ich überlege gerade, was ich nehme. Ich finde das Grüne eigentlich ganz schön. Ich glaube, ich nehme das Grüne. Reicht ach, wo kannst du das alles einrichten? Carpet? Ich weiß nicht. Teleport to your restaurant. Okay, ich versuche jetzt mal hier den Carpet. Nein, es gibt mir nur ein Stück Teppich. Was? Echt jetzt? Ich dachte, da kann ich mehr von haben. Hallo, willkommen in unserem Restaurant, Lisa. Willkommen, setz dich hin, such dir einen Platz, iss was mit. Meine Köche bereiten dir bestimmt ein köstliches Mahl. Ich habe schon 3000 Geld. Was? Wie? Ja, ich habe 3000 Geld einfach. Du hast mir mit Robux gekauft, oder? Nein, ich habe mir nur 2000 mit Robux gekauft. Ja. Die Leute haben einfach so viel hier gearbeitet und ich habe so viel verdient. Ja, ich glaube, du willst auch einen Konkurrenzkampf haben. Ich mache jetzt mal, ja wahrscheinlich, ich mache jetzt mal hier meine Küche ein bisschen schicker, okay? Wo kann ich denn hier dieses wunderbare kleine Waschbecken platzieren? Vielleicht hier an der Wand? Ich glaube, das ist okay. Ja, hier Ihre Bestellung bitte, danke sehr. Ey, wir müssen auch welche im Partnerlook. Einen neuen Ofen. Kann ich den rotieren? Ich glaube, das ist genau der gleiche, den ich schon habe. Ja, so einen habe ich auch schon. Okay, alles klar. Ich habe jetzt, glaube ich, so viele Mitarbeiter, dass ich eigentlich gar nicht mehr selber arbeiten muss, oder? Außer das Geld einkassieren. Das sollte ich vielleicht ab und zu noch mal machen. Wie sieht's bei dir aus? Aber dann ist es schneller. Ja, das kann sein. Ha, ich habe einen Alien bei mir. Michaela. Sieht aus wie ein Alien, so ein roter Alien. Witzig. Willkommen, Michaela. Wir haben natürlich auch für Aliens geöffnet. Gar kein Thema. Such dir einen Platz, setz dich hin. Jedem das seine. Alright, hier. Ich serviere natürlich die jetzt weiß ich, wo du den Shop hattest. Ja? Genau davor, ja. Ich muss mir jetzt nochmal einen neuen Teppich kaufen, glaube ich, weil das war noch nicht so erfolgreich. 2200 Geld haben wir immer noch, Leute. Wir können bestimmt was machen. Ey, mein Press macht aber nichts. Ich mache dem seine Arbeit eigentlich. Ich glaube, ich will diese stilvollen, wunderbaren Blumen. Ich kaufe mir eins, zwei. Okay, die waren relativ teuer. Was kann ich mir noch holen? Oh, das sieht voll schön aus. Oh, da kaufst du das? Auch welche. Ach so, in dem Shop meinst du? Ja, im normalen Shop halt, genau. Ich habe jetzt erstmal ein bisschen was ausgegeben. Oh, hier ist Rabatt! Oh, hier ist Rabatt drauf! Oh yeah! Oh, das sieht bestimmt gut aus. Dining Table? Warte, VIP? Ich hab kein VIP. Ja, ich weiß nicht, die sind nicht cool genug. Kann man sich nur kaufen, glaube ich. Ich mache jetzt nochmal einen Teppich, damit ich wenigstens ein bisschen was habe. Was kostet die hier? 3200 für so eine Bubblegum-Maschine in der Klasse. Was? Oh, das ist voll cool. Ein goldener für 200.000. Was? Ein goldener Ofen ist hier. Für was? Für 200.000, alles klar. Oh mein Gott. Nee, so viel habe ich lange noch nicht. Ich warte gerade, dass ich 300 habe, weil dann kann ich mir hier das... Wie kann man denn den Dings hinbauen? Wie kann man was hinbauen? Den Teppich. Du musst ihn anklicken. Bei Dekor findest du den Teppich. Hä, das ist doch nur drei. Oh, warte, was habe ich gemacht? Hier, so. Zurück zu meinem Restaurant, okay? Mal gucken, ob hier alles noch läuft und meine Mitarbeiter das hier ganz gut machen. Sieht aber vernünftig aus, muss ich sagen. Die Kunden scheinen alle zufrieden zu sein. Nur da müssen wir einmal kurz helfen, das Geld einzusammeln. Ey, man kann die auch leveln, die man die leveln von alleine, oder nicht? Die leveln von alleine. Oh, hier ist wieder Geld. So. Welches Level sind deine? Vielen Dank. Du meinst die... Ich weiß es nicht. Level 3 der eine. Der Jack ist erst Level 1. Oh, ich sehe den Alien jetzt. Ist er auch bei dir, oder? Ach, da ja, genau. So, alles klar. Ich fange jetzt mal hier noch einen grünen Carpet hin, so als kleiner Eingangsbereich. Und dann wollte ich unbedingt richtig cool, kann ich das draußen platzieren? Oha, das ist ja alles viel zu teuer. Oh, so. Das ist mega cool. Also das ist jetzt wirklich stilvoll, okay? Du musst gleich mal in mein Restaurant gucken. Ich zeig dir mal alles, was ich da gemacht habe. Ja, du musst dann zu mir kommen. Okay, ich komme dann zu dir, ja? Wir machen das gleich. Mann, mir fehlt $1. Echt jetzt? Kommt schon, Leute. Ich brauche noch einen Dollar, dann habe ich genug, um mir das Ding da zu kaufen. Gib mir irgendjemand mal Trinkgeld, bitte. Ich bin doch immer so freundlich. Keiner will mir Geld geben. Doch, da, $20 verdienen. Perfekt. Dann gehen wir mal schauen. So, hier. Und kaufen uns jetzt nochmal dieses Ding da. Ey, mein Dings gelevelt. Mein, Dings, mein Kellner. Echt? Welches Level? 2? Ja. Meine sind natürlich schon viel weiter. Jo, Michael ist bei mir, die will ich auch wieder Alien. Ist echt doch. So, jetzt machen wir hier richtig schön Blumen hin. Oh, das sieht mega hübsch aus. Und dann kommen jetzt hier, dachte ich mir, in die Ecken einfach immer so schön Kerzenleuchter. Leute, hier geschrieben, hallo Chaos 40. Zwei.
Vielleicht hier in die Ecke auch? Drei? Kennt sie dich oder was? Ja, ja, ja. Okay, und vier? Oh ja, die doch geschrieben, dass du die beste YouTuberin bist. Oh, danke schön. Aber jetzt ist sie bei mir. Zack, so, alright. Das sieht doch schon mal ganz gut aus hier, würde ich sagen. Wir haben einige mehr Plätze und richtig viele neue Gäste und einen sehr schönen Teil des Restaurants. Willkommen hier in Easy's Käsepalast. So nenne ich meine Pizzeria hier. Wir verkaufen zwar nicht nur Pizza, aber ich bin ja auch keine Italienerin. So, du hast gesagt, es gibt noch einen Ort, wo man mehr kaufen kann. Meinst du da hinten? Nee, nur beim Shop. Ah, das ist dein Restaurant! Ja, Alter, siehst du's? Das da, guck mal, da hinten neben dir, der ist richtig groß. Alles klar, also, du bist Ich mag Schnitzels Restaurant und du hast schon 36 Kunden gehabt. Nicht schlecht. Kannst du bei mir Dings einkaufen, eigentlich? Warte, ich kann mal versuchen, was zu ordnen. Oh, ich habe jetzt richtig viel Geld bekommen. Hallo, warte mal, ich kurz, hätte gerne einen Veggie-Burger. Ja, mach das. Ich guck mal nebenan, ob da, was da so los ist. Hier ist nämlich ein extrem großes Restaurant, aber... Ach, das ist das von dem Alien. Oh, ist so richtig voll hier. Ja, krass, die hat sogar so eine Bar und sowas. Mega cool. Das cool Alien. Aus. Ja, was soll ich denn sonst sagen? Alles klar. Und sonst, Big Shop, das war's eigentlich, oder? Mehr, oh, hier ist noch in der Mitte irgendwas Interessantes. Aber gut, alles klar. Ich denke, wir können zurück zu unserem Restaurant. Wir haben heute richtig viel Kohle gemacht. Schon 7000. Habe ich die Roblox wieder drin, die ich hier ausgegeben habe? Ja, setzen Sie sich. Alles klar. Das Wie hier ist natürlich... Wie kann man denn einen Dings drehen? Einen mit Stuhl? Mit R kannst du alles drehen. Ja? Oh. Mit R. Genau. So, Leute. Das war's auf jeden Fall von unserem ersten Part des Restaurants. Ich denke, ich mache es jetzt mal zu... Und tut mir leid, liebe Kunden, alle raus, wir haben jetzt hier geschlossen, alles ist mein Essen. Die waren alle voll unglücklich, alles klar, Leute. Lasst trotzdem eine gute Bewertung da natürlich, liebe Gäste, ihr übrigens auch, meine lieben Zuschauer. Und das war's dann mit unserer heutigen Folge Roblox. Wir sehen uns morgen um 15 Uhr, schaut bei Flo vorbei, bis dann, euch noch allen einen wundervollen Tag und hasta la pasta.